war eigentlich sehr glücklich darüber, hier einmal mit der Kunst konfrontiert zu werden in einer Weise, dass ich mir keine Bilder angucken musste, keine Sachen angucken musste, sondern die reine Tätigkeit als Kunst erlebt habe. Die Korrekturen von Beuys, seine Fähigkeit in den Arbeiten der Schüler, deren Intention zu erkennen, Überflüssiges wegzustreichen, darauf hinzuarbeiten, dass der Betreffende tatsächlich auch auf seine eigene Sache immer mehr gestoßen wird. Also Beuys hatte da eine wirkliche Hellsichtigkeit, zu erkennen, was der Schüler wollte. Und alles das, was ich da erlebt habe, war für mich eigentlich ein überzeugender Kunstvorgang. Und ich war ein ganzes Jahr bei ihm Schüler und wusste nicht, dass dieser Mann irgendetwas Ausstellbares produziert. Also Sie werden lachen. Das war mir vollkommen unbekannt. Als ich nach einem Jahr die Einladungskarte zur Ausstellung von Joseph Beuys in Mönchengladbach 1967 in der Hand hatte, bin ich aus allen Wolken gefallen. Mittlerweile war nämlich auch schon die Deutsche Studentenpartei gegründet, also der Beginn einer politischen Aktion. Und ich war der zweite Vorsitzende dieser Partei. Und ich dachte, Gott weiß, was ich alles wusste. Und Leute kamen auch zu mir hin und fragten mich nach den Ideen von Beuys. Und ich dachte, da bist du zu Hause. Ich bekomme also eine Einladung in die Ausstellung und falle aus allen Wolken und denke, was will er denn ausstellen? Ich dachte, und als ich dann in dieser Ausstellung war, habe ich zum ersten Mal überhaupt zur Kenntnis genommen, dass also mein Lehrer tatsächlich auch Sachen hervorgebracht hat, die man in einem Museum zeigen kann. Was ich dann da gesehen habe, war nochmal ein Fall für sich. Nicht, da hatte ich mein klassisches Beuys-Erlebnis, wie es manche von Ihnen wahrscheinlich auch kennen. Und das ist das Erstaunliche dabei. Also in gewisser Weise habe ich die Künstlertätigkeit von Beuys gar noch nicht so sehr über seine Arbeit mitbekommen, sondern in erster Linie durch seine Lehrtätigkeit. Und das war für mich der Ausgangspunkt, auch dafür zu sagen, ja, hier ist ein erweiterter Kunstbegriff, der nämlich nochmal diese ganz alte Idee der Kunst, wie man sie früher vielleicht auch kannte, nämlich, dass jede gültige Tätigkeit des Menschen Kunst ist, nochmal neu belebt. Früher hat man von der Kunst der Pädagogik gesprochen, von der Kunst der Medizin, von der Kunst und so weiter und so fort. Ja, ja, sofort. Ich wollte es nur mal sagen, also so war mein Erlebnis. Ich bin eigentlich in den erweiterten Kunstbegriff hinein, als ich die Arbeiten von Beuys im Museum sah, bin ich nochmal aus allen. Nach der Beschreibung von Gerda Hühn muss dieser Professor, dieser Beuys, etwas ganz Besonderes sein. Meine Güte, er geht also jeden Morgen über den Flur, sieht aus, so sagte sie, wie ein Arbeiter, trägt Jeans und einen Hut, wie das betont. Künstler ganz eigener Art, an vorderster Front der gegenwärtigen Kunst. Kunstprofessor hier an der Düsseldorfer Akademie, aber mit Arbeiter-Image. Arbeiter? Ich stelle ihn mir nicht gerade gesprächig vor, eher wortlos, sperrig und etwas gemein. Meine Vorurteile über Arbeiter, die ich immer heimlich bewundert habe. Ihre Verachtung für meinesgleichen, ihre Überlegenheit auf der Kirmes, auf der Raupe. Ihre latente Gewalttätigkeit, ihren verdeckten Spott und die Nähe zum Rock'n'Roll. Gerda Hühn vermittelt mir in der Art, wie sie über diesen Mann spricht, den Eindruck von Unberechenbarkeit und mich erstaunt ihre Sicherheit, mit der sie davon ausgeht, dass ich ihn bei diesem Ringgespräch, nämlich darum geht's, dazu wurde ich eingeladen, dass ich ihn bei diesem Ringgespräch antreffen werde. So einer, denke ich mir, schert sich nicht unbedingt um angekündigte Termine und ich kann mir gut vorstellen, dass er gar nicht erst kommt. So einer ist nicht einplanbar.
Du meinst also, der ist da, frage ich. Gerda, ohne Ahnung davon, was mir da alles so durch den Kopf geht, ganz sicher, der ist bestimmt da. Der Boss ist immer da. Nun gut, ich sage mein Kommen zu diesem Ringgespräch in Raum 20 zu. Dieses Ringgespräch hatte damals Anatol Herzfeld organisiert. Was diesen Anatol betrifft, der die besagte Veranstaltung in der Boys-Klasse organisieren sollte, war auch der schon mal bei uns in der Probeklasse aufgetaucht und hatte regelrecht eine Show abgezogen. Ich dachte, der muss ein Professor sein. Er machte jedenfalls so, wie er hier auftrat und sich gleich über die Arbeit einiger Studenten hermachte.